gibt nur drei Gründe in meiner Erfahrung, warum wir essen und warum wir zu viel essen. Wenn wir diese drei Gründe verstanden haben, dann können wir eigentlich immer ursächlich das Problem lösen, dass wir zu viele Kalorien essen. Und damit können wir auch nachhaltig abnehmen. Früher dachte ich ja auch nur, dass der körperliche Hunger das Entscheidende ist. Und das ist natürlich auch der erste Grund, warum wir zu viel essen. Also wenn wir nicht körperlich satt sind, essen wir vielleicht 500 Gramm Nudeln, sind aber dann immer noch nicht satt. Einfach weil es an Eiweiß fehlt, an Ballaststoffen, also an Eiweiß und Gemüse und vielleicht sogar noch ein bisschen Fett. Das heißt, solange wir diese drei Faktoren, Eiweiß, Gemüse, ein bisschen Fett, nicht erfüllt haben, werden wir körperlich hungrig sein. Und das haben auch alle Diäten, die funktionieren gemeinsam, dass sie irgendwie entweder den Gemüseanteil oder den Proteinanteil, manchmal auch den Fettanteil ein bisschen hochbringen, sodass man einfach länger satt ist. Bei Low Carb zum Beispiel funktioniert darüber, dass wir mehr Eiweiß essen, je nach System auch mehr Gemüse. Wenn wir uns vegan ernähren, fangen wir manchmal auch einfach an, mehr Gemüse zu essen und sind dann einfach länger satt durch die Ballaststoffe. Wenn man jetzt diesen körperlichen Hunger verstanden und gelöst hat, gibt es immer noch weitere Gründe, warum wir nicht essen. Ich hatte mit so einer Journalistin vom Bayerischen Rundfunk mal gesprochen bezüglich einer Reportage und die meinte zu mir, es gibt ja mindestens 17 Gründe, warum wir zu viel essen. Und da meinte ich zu ihr auch, klar kann man das natürlich ganz fein runterbrechen. In meiner Erfahrung ist das Wichtigste beim Gesundheitsverhalten, wenn wir wirklich dauerhaft was verändern wollen, dass wir es möglichst simpel machen und runter reduzieren. Deswegen empfehle ich immer, da in drei Bereichen zu denken. Also zum einen den körperlichen Hunger, zum anderen emotionalen Hunger oder emotionales Essen und dann im dritten Bereich Verfügbarkeit. Ein Beispiel dafür ist ein Klient, der hat alle möglichen Sachen ausprobiert, bis er dann zu uns kam und wir gemerkt haben, hey, das ist gar nicht genug Gemüse und Eiweiß gewesen in den bisherigen Versuchen. Dann haben wir die Eiweißmenge und die Gemüsemenge berechnet. Er hat angefangen, sich so zu ernähren und hat dann wunderbar innerhalb von 4 Monaten 25 Kilo verloren, ohne irgendwas anderes großartig angehen zu müssen. Also auch keine emotionalen Ursachen oder irgendwelche anderen großen, schwierigen Verfügbarkeitssachen. Es hat direkt geklappt, rein über den körperlichen Hunger und diese Ernährungsumstellung. Beim emotionalen Essen fällt mir dann auch gerade eine Klientin ein, die ganze Zeit zur Süßigkeiten-Schublade gehen musste. Dachte, irgendwas mit der Ernährung macht sie jetzt noch nicht richtig. Sie muss da unbedingt irgendwie die richtigen Tipps bekommen. Vielleicht ist was mit dem Stoffwechsel nicht korrekt, weil sie immer wieder wie ferngesteuert dann zu den Süßigkeiten gegriffen hat. Das echte Problem dahinter war aber einfach wirklich der Umgang mit den eigenen Gefühlen, den eigenen Gedanken in der Situation. Und das war ihr natürlich noch gar nicht aufgefallen, weil sie in der Situation noch nie wirklich genau hingeschaut hat. Mit unserer Hilfe haben wir dann geguckt, also Gemüsemenge, Eiweißmenge, das hat alles gestimmt. Sie war also körperlich satt. Es gab auch nichts in der Umgebung, was das jetzt auslösen konnte. Es war wirklich der Umgang mit sich selber in dem Moment. Und als wir dann rausgefunden haben, was es in der Situation war, also in dem Fall das Gefühl von Überforderung, und dann rausgefunden haben, wie sie sich weniger in diesen Situationen überfordert, sowohl mit ihren Gedanken als auch mit ihren Plänen, dann hörte der Essdruck sofort auf. Und so konnte sie natürlich auch abnehmen. In ihrem Fall waren das mehr als 8 Kilo, einfach dadurch, dass sie selber bemerkte, hey, ich bin wieder überfordert. Und dann das eben ausführte, was wir mit ihr eingeübt haben. Also Dinge runterbrechen, die Gedanken zu diffusen oder also bevor dieses Katastrophendenken einsetzt, dann wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, wie schlimm ist das Ganze denn, um sich dann eben selber zu beruhigen, ohne zu den Süßigkeiten greifen zu müssen. Eine Sache ist halt wirklich wichtig zu verstehen beim Thema Verfügbarkeit, dass wir selber uns gar nicht so im Griff haben können, wie wir oft denken. Wir werden viel mehr beeinflusst von unserer Umgebung, als uns das bewusst ist. Was mir bei einer Klientin besonders aufgefallen ist, ist, dass sie zwar emotional alle Sachen befolgt hat, die wir besprochen haben, alle Aufgaben zugeschickt hat, wir auch von der Ernährung, von der Eiweißmenge, Gemüsemenge gesehen haben, das kann nicht daran liegen. Wir dann uns schließlich wirklich die Verfügbarkeit angeschaut haben, wie ist ihre Küche aufgebaut, mit einem Video haben wir es genau analysiert, uns angeschaut, wie genau wird gegessen mit der Familie, wo stehen die jeweiligen Lebensmittel rum, ist die Marmelade, das Nutella direkt verfügbar, was passiert, wenn ich den Kühlschrank öffne, was sehe ich als erstes und siehe da, wir haben gleich mehrere Stellen gefunden, an denen sie Lebensmittel so rumstehen hatte, so leicht verfügbar hatte, dass es einfach unweigerlich passieren musste, dass sie zu viele Kalorien zu sich nimmt. Und dann haben wir letztlich einfach die Lebensmittel woanders hingestellt und versteckt. Und siehe da, auf einmal musste sie nicht mehr zugreifen. Sie kam ins Defizit und konnte jetzt auch abnehmen. Das
heißt, wenn du jetzt wirklich nachhaltig abnehmen möchtest, dann versuch nicht die ganze Zeit mit Disziplin und mit Kontrolle dein Essverhalten in den Griff zu bekommen, sondern wenn du es entspannt schaffen möchtest, dann gibt es nur eine Sache zu tun, und zwar geh an die Ursache. Wenn du dazu noch mehr Infos haben möchtest, dann schau bitte einfach im Link in den Kommentaren. Da kriegst du von uns kostenfrei Ressourcen geschenkt, um das Ganze selber zu lösen. Wenn du dabei begleitet werden möchtest, dann trag dich in der Sprechstunde ein, lass uns da einfach mal sprechen. Jemand aus dem Team ruft dich an und wir schätzen ein, ob wir dir da helfen können, finden aber auf jeden Fall raus, was die Ursachen hinter deinem Essverhalten sind.